Ein Puzzlespiel. Das ist bestimmt fesselnd. Wäre aber cool, wenn er das spielen könnte. Ich muss ganz dringend auf die Toilette, doch hier kommt noch wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät. Ja, also hilft mir doch jemand, reicht mir den jemand die Hand. Und in diesem Sinne. Du hast TM3. Du verstaust das in den TM-Box. Enthält die Attacke rechte Hand. Sie erhöht die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. Hältst du ebenfalls rechte Hand ein, wenn doch nur endlich jemand hier zur Hand gehen würde. Sie tauscht mich mit Pokémon. Cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen mein Apollo. Ich wollte ja nicht mit anderen reden. Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, mein kleines Apollo. Ich bin Apollo, sag mal, weißt du? Deshalb will ich... Und... Huch! Das Apollo hat sich beim Tausch zu einem anderen Pokémon entwickelt. Ja, dann kannst du es mir geben. Ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Wenn ich ihr einen Wasserstein gebe, entwickelt sie sich vielleicht. Das ist Misty oder was? Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn du Entwicklungssteine auf sie anwendest. Stolp. Siehst du so aus? Sieht so aus, als würde dein Pikachu lieber so bleiben, wie es ist. Ist gar nicht. Das würdest du ja schon mal gerne ausprobieren. Angeblich existiert irgendwo auf der Welt sogenannte Megasteine, die es ziemlich in sich haben. Aber hier gibt es leider keine zu kaufen. Können wir Pikachu tatsächlich weiterentwickeln? Werde ich nicht ausprobieren. Also bei Game-Missionen hat das funktioniert. Das ist halt ein Reitschuh und hier lief kein Pikachu hinterher. Herzlich willkommen, womit kann ich behilflich sein? Feuerstein, Donnerstein, Blattstein, Eisstein. Was? Es gibt keinen Mondstein? Warum habe ich am Mondberg keinen Mondstein gefunden? Hier kriege ich keinen Mondstein. Wie kriege ich Nidorino entwickelt, ey? Ist doch kacke. Herzlich willkommen, wo kann ich weiterhelfen? Hüte? Oh ne. Das finde ich Blödsinn. Ach, diese 20 Pokémon sind einfach so unendlich reizend. Am liebsten würde ich es ja selbst tragen. Das ist also ein Blödsinn-Zeugs. Wer als Dünnsmann etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das verlangt schon die Etikette. Diese Dicta-Hüte sind schon ziemlich eigentümliche Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich. So, du wirst schon sehen. Und im Magazin, ich komme. Naja, mach dir mal. Pikachu startet neugierig den Getränkeautomaten an. Möchtest du ein Getränk kaufen? Tafelwasser. Du gibst Pikachu eine Flasche Tafelwasser. Pikachu scheint das Tafelwasser sehr zu schmecken. Wollen wir eine Limonade holen? Liegt in Ausgangsstadt. Nicht mit Glutex so. Da zum weiten Himmel hinauf. Ich hab Durst. Ich will jetzt sofort was aus dem Getränkeautomaten haben. Möchtest du mir ein Getränk geben? Ja. Möchtest du dir geben? Limonade. Ja, das habe ich ja nicht. Cool, Limonade. Das war lecker. Dankeschön. Dafür schenke ich dir auch etwas ganz Tolles. Schutzschild. Du verstaust das Item in der TM-Box. Kannst du Pokémon Attacke Schutzschild beibringen? Wenn es sie eines wert ist, gegnerische Attacken ab. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein unglaublicher Quellgeist sein. Das macht mich nämlich ganz verrückt.
Ein Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen. Selbst wenn es sich hierbei um Einkaufscenter handelt. Na, okay. So spannend war es jetzt hier nicht. Aber ein paar Sachen haben wir gekriegt. Da geht's raus. Komm schon. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus, aber sonst ist es total lieb. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon aus was oben im 5. Stock. Das Einkaufszentrum, schau ruhig mal vorbei. Da kommen wir noch hin, da haben wir Surfer. Mist, ich habe im Gameparadies schon wieder verloren. Die Highscores dort kann man wohl nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. So, das spielen Jesse und James. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu da etwas wie die Stücke sehen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Hey, mein süßes kleines Stern, du schaut Leute gerne zum Spiel, beim Spielen zu. Da läuft ein Spiel, bei dem ein Pokémon mit Hilfe von Ballons hoch hinauffliegt. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Oh, ich habe meine eigene Highscores geknackt. So kann das gerne jeden Tag laufen. Oder den Mundkorb wahrscheinlich, ne? Ich mache eine kurze Pause. Bei Videospielen sollte man grundsätzlich öfter auf einen Päuschen einlegen. Da läuft ein Spiel, bei dem Pokémon mit Hilfe Ballons hoch hinauffliegen. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird es bereuen. Das ist ja ein cooler Job. Ein Poster bewachen. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Let's Radikalein. Jo, Kadabra. Könntest du schaffen, oder? Ziehstrahl. Oh, der trägt da so ein Biss rein. Aber gewonnen. 350. Wir können schon reichen Level 35. Und Rüppelwuppe siegt. Oh Mann, das gibt Ärger. Tja, kann gut sein. Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Du musst dringend mit dem Boss reden. Oh, hinter dem Poster ist ein verstecktes Schalter. Du schließt dich ihn zu betätigen. Du hörst irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Ups. Komm schon los. Nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Trakosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Reimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Uns sind die Spuren ausgegangen. Übrigens könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Wie, wir können hier nicht spielen. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier Zeit zu verbringen? Bevor du hier rumstehst, solltest du lieber die Arena von Plus Minus City besuchen. Die Arena-Leiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick so kaltend erscheinen, die Wahrheit hat sie aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihrem Pflanzen-Pokémon.
so eine Verbindung mit Pokémon zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Ja, speichern wir mal kurz. So, quatschen wir mal mit Jesse und Jake. Bin ich hier fest. Jesse, hey, ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt. Ich verstehe nur Bahnhof. Wenn du... Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Hä? Ein Flugkörper? Achso. Ich wollte aber mit James reden. Wurzel liegt oben. So. Okay, dann lehre ich trotzdem mit Jesse. Ja, ich will mal gucken hier. Kann man ja auch keine Pokémon. Achso, das ist der andere. Das ist der andere Eingang. Man kann hier keine. Kann Sichlor nichts kriegen. Was ist das denn, ey? Wir haben ja gar ein ganzes Pokémon-Gebiet vor uns hier. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, die großen Ganzen. Wir aber sehr stolz auf unsere schöne Stadt. Oma, ich hab Kohldampf. Schon gut, schon gut. Da kommen, gehen wir etwas essen. Was starrst du mich so an? Hau ab und da ersetzt was. Ist eigentlich hier Dings da erstmal. Ja. Pokémon Center, muss ich auch nochmal.